This is over and you have to leave. The conference is finished. So you have to leave the world for today. But we are not in the Rana Platz, we are not there. This is the Oranje Platz. The whole Oranje Platz. Du warst jetzt 30 Stunden lang da oben auf dem Baum zusammen mit den anderen Besetzern. Erzähl mal warum und erzähl mal, wie es war, wie gelaufen ist. Ich fange mal an mit warum. Wir sind da oben gewesen aus dem einfachen Grund, dass gestern der Oranienplatz geräumt worden ist, aber auf eine sehr seltsame Weise. Und zwar wurde die Flüchtlinge aus dem Weddinghaus, das sind die Lampedusa-Leute unter der Regie von Bergier, die kamen an und haben das Ganze einfach mal wie so ein Heuschreckenschwarm platt gemacht. Vermutung liegt nahe, dass die irgendeinen Vorteil daraus ziehen, so wie das aussah. Aber die waren auch sehr gut ausgerüstet mit verschiedenen Werkzeugen, die so einfach auch nicht haben. Mit den üblichen Gesichtsschützen, die Polizisten ja auch alle tragen, zum Beispiel. Und die Sache ist die, dass grundsätzlich alles platt gemacht worden ist. Sie haben eigentlich wohnen nicht am Oranienplatz. Das sind also nicht so, wie das in der Vereinbarung heißt. Die Flüchtlinge räumen selber das Lager. Das hat nicht stattgefunden, sondern es wurden andere Flüchtlinge denen entgegengesetzt. Das ist so ein richtig schön koloniales System gewesen. Man setzt die Leute gegenseitig ineinander in Spannung. Und was gemacht worden ist, ist auch, dass alles geräumt worden ist. Also auch die Häuser und Zelte, von denen die Leute das nicht wollten, das geräumt wurde, wurden auch platt gemacht. Bis auf drei Zelte, die waren geblieben. Die hat nachher die BSR dicht gemacht. Was jetzt auch weggekommen ist, ist zum Beispiel das Zirkuszelt. Das Zirkuszelt ist ein Zelt auf dem Oranienplatz, an dem immer wieder Veranstaltungen stattfinden, auf dem auch irgendwelche Treffen stattfinden können und so weiter. In den Verhandlungen war es ganz klar, dass es einen Infopoint geben wird und dieses Zirkuszelt. Was jetzt aber passiert ist, ist, dass dieser Infopoint eigentlich, das ist so ein kleiner Kubus, das hat fast die Größe von einem Dixi-Klo, das kann man zu nichts gebrauchen. Das ist völlig sinnlos. Das ist auch weit unter dem, was in den Verhandlungen offensichtlich jemals irgendwie gesprochen worden ist. Da sind Maße ausgemacht worden, die völlig unterschritten worden sind. Das Zirkuszelt sollte auch immer bleiben, weil das in Verbindung mit dem Infopoint stand, das war immer klar. Das heißt, die erste Forderung, die jetzt vom Baum aus da war, war, der Infopoint muss ausgetauscht werden gegen ein sinnvolles
Gebilde, Gebäude, was auch immer. Und das Zirkuszelt muss wieder hin. Das Zirkuszelt, das da war, ist kaputt gemacht worden von den Lampedusa-Leuten. Da muss eben ein neues angeschafft werden und gebaut werden. Das muss also ersetzt werden. Und es muss ein Zelt hin für die Leute, die in diesem Haus, das zur Verfügung gestellt worden sind, überhaupt keinen Platz gefunden hat, weil da ist es offensichtlich auch ein Riesendesaster. Das ist völlig überfüllt und in der Nacht selber sind noch Leute hier zurückgekommen. Das sind die Forderungen, die drei Forderungen, die wir hatten. Wir haben gesagt, dass wir das mit Kolat besprechen wollen, dass Kolat kommen soll. Uns wurde vormittags schon gesagt, dass aus dem Büro Kolat jemand, nicht Kolat selber, aber jemand kommen würde. Es kam aber niemand und es ist gegen später auch klar gewesen, dass bei Anrufen da niemand mehr in dem Büro war, also niemand überhaupt erreichbar war, sodass klar war, dass eigentlich niemand mit uns sprechen will. Sagen wir zu der Geschichte dann auf dem Baum selber. Mhm. Habt ihr denn dort was zu essen oder was zu trinken bekommen? Haben wir gar nichts. Das ist einfach so, wir sind da oben gewesen, es wurde Essen und Trinken verweigert, also nicht, dass die Polizei uns was geben sollte, sondern auch Leute, die von außerhalb was geben wollten, wurden auch daran gehindert. Der Plan war ganz einfach, dass wir ausgehungert werden sollten, damit wir runterkommen. Uns wurde auch mehrfach gesagt, dass wir nur runterkommen bräuchten, dann würden wir ja was bekommen. Ich habe einen Polizisten, die da vorne patrouilliert sind, jemand anderem, einen Passanten, erzählen lassen, dass er gar nicht versteht, was das soll, wie man da einfach da irgendwie in Hungerstreik auf den Baum gehen kann, einfach da hungern. Geht ja nicht, irgendwie sowas. Also da wurde die Geschichte auch sehr umgedreht. Wir sind da oben, was uns auch verweigert worden ist, sind diese Decken. Also wir haben, die Probleme waren aber, es ist natürlich, wir haben kein Essen gehabt, kein Trinken gehabt. Wasser ist natürlich wichtig da oben dann auch, das haben wir nicht bekommen. Und wir hätten Decken gebraucht, weil nachts wird da schon ganz schön kalt. Mhm. Und es hat natürlich auch geregnet nachts dann, das kam dazu. Darauf wurde dann auch nicht besonders eingegangen. Warum habt ihr denn als Ansprechpartner ausgerechnet Kolat gesucht? Weil die war ja wohl diejenige, die diese Spaltung überhaupt erst fabriziert hat. Eben drum eigentlich, weil Kolat ist die Verhandlungsführerin gewesen bei diesen Verhandlungen zwischen dem Oranienplatz, den Flüchtlingen vom Oranienplatz und dem Senat. Das heißt, sie ist auch der Ansprechpartner genau für diese Fragestellung, weil sie hat diesen, zusammen mit Barbara Jun natürlich, aber sie ist federführend gewesen dabei die ganze Zeit. Mhm. Sie hat diesen Vertrag, der ausgehandelt wurde mit diesen 5 Punkten, aufgestellt mit dem Flüchtling zusammen, das geht ja aus ihrer, das ist ja ihr Vorschlag, das ist ja der Senatsvorschlag, der da eigentlich umgesetzt wird. Und hat diese Punkte, die in diesem Vertrag drinstehen, nicht eingehalten. Konkret? Das heißt, sie ist, konkret welche Punkte hat sie nicht eingehalten? Diesen Punkt, dass selbst geräumt werden soll und dass nicht von außen jemand geräumt wird. Das ist natürlich eine schöne Sache. Das ist natürlich, man schickt andere Flüchtlinge, eine andere Gruppe, die ein anderes Interesse hat, schickt die hin und lässt die das räumen und hat dann natürlich irgendwo Henkel Vorschub gegeben und dann kommt Henkel zum Beispiel gut raus, der ja die ganze Zeit eine kalte Räumung wollte. Da hat Kolat jetzt mitgespielt, da hat sie sich dann durch die Hintertür eigentlich mit reingegeben. Das zeigt sich auch daran, als die Polizei dann aufmarschiert ist, erst als wir auf dem Baum waren, dass dann eigentlich das nicht mehr besonders freundlich zu mir. Wie lange insgesamt warst du jetzt auf dem Baum? Ich war jetzt 30 Stunden. Aber es ist noch weiterhin jemand auf dem Baum? Es ist noch jemand oben. Die wird auch die Nacht über da bleiben, ist der Plan, falls sie nicht vorher zusammenbricht, aber sie ist eigentlich relativ fit noch. Also ich denke nicht, dass es. Ich denke schon, dass sie bleibt.